So die Funktionen vom Passat B8 Airline in Bezug auf Fahrassistenzsysteme. Wir haben außen auf dem linken Hebel eine Taste für alle Assistenzsysteme, wie es im VW-Konzern jetzt so ist. Und dann haben wir in der Mitte vom Menü haben wir dann die verschiedenen Assistenten, die es gibt. Mit unseren Pfeil ab, Pfeil auf Tasten können wir die dann durchschalten. Jetzt nochmal ins Menü gehen. Und können wir über oder mit der OK-Taste das jeweilige System anhaken oder abhaken. Lane Assist ist unser Spurhalteassistent, sprich, der schaut, dass wir immer in der Mitte von unserer Fahrspur haben, lenkt gegebenenfalls entgegen. ACC ist die Active Cruise Control, das ist unser automatischer Abstandsautomat. Und da sagt er jetzt schon Hauptschalter aktivieren und dann müssen wir da am Lenkrad auf das On-Off gehen. Und dann ist er auch scharf geschalten. Was haben wir noch? Wir haben einen Geschwindigkeitsbegrenzer, wir können also eine Geschwindigkeit erstellen, dann fährt das Fahrzeug nicht schneller. Außer man drückt dann das Gaspedal ganz durch, dass der unterste Schalter, der Kickdown-Schalter, auch noch geschalten ist, dann fährt er trotzdem schneller. Und dann haben wir noch ganz unten unseren Front Assist. Front Assist arbeitet auch über den Radarsensor vor der automatischen Abstandsregulierung und greift im Notfall ein, wenn man selber nicht reagieren würde und bevor ein Unfall passiert, bremst der das Auto ab, auch wenn man ACC eigentlich nicht aktiviert hat. So, dann aktivieren wir das ACC, dann haben wir bestimmt die Geschwindigkeit eingeschaltet, oder fahren wir bestimmt die Geschwindigkeit, das System ist eingeschaltet und drückt man jetzt auf Set. Und dann sagt er uns im Menü schon, die weißen Striche kurzzeitig, dass wir jetzt den ACC-Modus haben. Ich kann das Menü auch ändern, wenn ich ins Assistentenmenü gehe, über das Lenkrad, mit Taste nach links und rechts, dann sagt er mir da den Abstand an. Und jetzt sieht man schon, er erkennt vorne das Fahrzeug und unsere Geschwindigkeit geht runter. Ich mache jetzt nichts, also er pendelt sich jetzt automatisch auf die Geschwindigkeit vor dem vorausfahrenden Lastwagen ein. Genau. Schauen wir mal, was der Verkehr so macht. Dann, jetzt geht, einfach Blinker gesetzt und nach vorne gefahren, wieder vom Gas runter und er regelt sich selber wieder auf seine 100 km/h, die wir ihm gesetzt haben, ein, bis uns halt wieder irgendein Fahrzeug in den Weg kommt.